Moin Moin YouTube, herzlich willkommen zu einem neuen Kanal-Update und ja, yeah, ich bin wieder zurück aus Österreich. Mann, war das ein geiler Urlaub. 6 Tage, Sonne pur, nicht mal eine verfickte Wolke am Himmel. Mann, war das nice und am letzten Tag nochmal richtig Schnee. Oh, war das cool, Österreich, fantastisch. Ich habe die Woche gebraucht, die war awesome, also sporttechnisch awesome. Ich habe immer noch Power. Ich hätte, glaube ich, noch eine Woche Österreich Skilaufen hinterherhauen können. Sehr, sehr cool. Wir waren in einer ähnlichen Location. Letztes Jahr gleicher Ort, gleiches Hotel, aber ein paar andere Bahnen abgecheckt. Konnte meine 4 Jahre alte Güterkarte endlich mal zurückgeben, die ich irgendwie damals nicht abgegeben habe, was ziemlich cool ist. Und wollte mich mal wieder zurückmelden erstmal. Erstmal mit einem Kanal-Update, weil muss man ein bisschen so ein paar Sachen aussortieren, die wir letzten, ja, weil ich jetzt ein bisschen länger weg war, und ein bisschen announcen so für Sachen jetzt innerhalb der nächsten Tage kommen. Und wir machen nächste Woche Donnerstag nochmal ein. Ich wollte aber erstmal sagen, wow, was für ein geiler Urlaub, der hat echt viel Spaß gemacht. Und ich werde diesen Kanal-Update relativ wenig cutten, weil ich habe echt keine Zeit, Alter. Oh Gott, ich bin gerade wieder zurück, direkt Case-Opening, direkt Deck bauen, Sonntags-Locals aufnehmen, Videos, weil ich war ja die ganze Zeit nicht da, konnte nichts aufnehmen. Gleich direkt wieder der Alltag wieder da, aber es macht Spaß. Also, genau, was haben wir als nächstes? Die erste Sache, für die ich mich bedanken möchte, ist der Vlog. Alter! Ich hätte nicht gedacht, dass wir irgendwie 4000 Views hinkriegen und irgendwie, ich weiß, über 350 Likes und fast keine Dislikes. Vielen, vielen Dank, ich habe mir echt sehr viel Mühe damit gemacht. Das war ein richtig schöne Response von euch. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, das Ding zu machen. Es hat 1 Monat gedauert, diesen gesamten Song zu komponieren. Der hat euch anscheinend sehr, sehr gut gefallen. Und auch meinen Kollegen, denen ich das auf der Arbeit und so gesagt habe, die fanden das auch ziemlich cool. Ich wollte mich nochmal dafür bedanken. Vielen, vielen Dank für euer Response. Und das ist echt eine sehr, sehr coole Sache. Hat mich auf jeden Fall froh gemacht auf der Fahrt Richtung Österreich, um zu sehen, dass mal tatsächlich so ein Content auch hier eventuell gemögt wird. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, sehr aufwendig gewesen, das zu produzieren, und ich freue mich, dass sich der Aufwand auf jeden Fall dafür gelohnt hat. Als nächstes ist, ich habe ja davon, glaube ich, sogar erzählt, noch bevor ich losgefahren bin, dass hier, immer wenn ich Urlaub habe und weggehe, dann, boom, fliegt der ganze Kanal in die Luft. Schon wieder das Gleiche, ich bin weg und irgendwie kriege ich auf einmal, ich war das, glaube ich, am Sonntag, als ich wieder zurückgekommen bin, oder so, irgendwie 124 Abos? An einem Tag, wo ich nicht mal ein Video hochgeladen habe, denke ich mir, what the fuck? Ich habe das irgendwie 3/4 Jahr nicht mehr gehabt oder so. Das ist total krass. Ich habe irgendwie so viele Abos gemacht, wir sind schon fast bei 30.000. Also wenn das weitergeht, beim nächsten Kanal-Update, haben wir, glaube ich, schon Unboxing extrem überholt. What is this madness? Wo kommt das her? Und jetzt fange ich bestimmt wieder an, Videos zu machen, also geht erstmal wieder die Views runter und interessiert kein Schwein mehr und Abos, die Abos und alles. YouTube ist so nuts, aber Dankeschön, dass wir mehr Zuschauer haben. Das finde ich ziemlich cool. Dankeschön. Ich bin jetzt wieder da. Jetzt geht's wieder los mit den Videos. Wir haben ja jetzt letzte Woche nur, ich habe nur 3 Videos vorproduziert. Das ist eine Opening, das ist eine Gastvideo, was ich fantastisch fand. Das fand ich noch besser als mein Vlog. Also vom Cutting. Der Song ist natürlich von irgendwo anders. Den habe ich ja natürlich selbst komponiert bei mir. Und die Abo-Post-Opening-Folge, wir werden jetzt diese Woche wieder voll durchstarten. Ich habe heute, jetzt wo ich dir gerade aufnehme, ich mache gerade eine Aufnahme zu einem neuen Podcast mit einem anderen YouTuber. Wird euch gefallen, weil der YouTuber eigentlich gar kein Content mehr macht. Und wir reden über kein Yu-Gi-Oh!-Thema. Das wird der erste Vlog sein, der nicht, Podcast sein, der nicht Yu-Gi-Oh!-related ist. Daher bin ich gespannt, wie ihr den finden werdet. Ich bin mal gespannt, wie viel wir darüber reden können und wie cool der sein wird. Und allgemein, ich bin mir halt noch nicht sicher mit dem Programm, wie ich jetzt weitergehen möchte. Kommt der am Donnerstag? Kommt der eventuell am Samstag, weil ich so viel Content jetzt produziere, dass ich eventuell noch samstags 2 Videos machen kann, quasi mit dem Aeropost-Opening. Da muss ich nochmal schauen. Das wird interessant sein, das dann nachher mal zu sehen, was ich denn noch alles habe, weil ich will auch jetzt wieder einen Song wieder veröffentlichen. Das kommt noch mit rein. Und ich werde am Wochenende mit Slash noch einiges zusammen machen bezüglich Match-Analysen und eventuell Decktausch oder irgendwas. Da werden wir noch einiges aufnehmen auf beiden Kanälen. Das wird eine sehr, sehr interessante Sache sein. Daher habe ich relativ viel Content mittlerweile wieder vorbereitet. Das wird ziemlich cool sein. Ich muss das halt jetzt nur noch alles aufnehmen für die nächsten Tage. Die eine Sache ist noch, die habe ich mir gar nicht hier aufgeschrieben, ist, viele Leute fragen mich danach, ich habe es bisher noch nicht auf dem Kanal gemacht, weil bis zu diesem Zeitpunkt noch einige Fragen ausstehen, die relativ wichtig dafür sind. Ist diese Link-Summon und die neue Mechanik, die in Yu-Gi-Oh! Kommen wird im August. Dafür kann ich euch momentan erstmal das Video, das ich zusammen mit Slash und The Envoy auf Slash-Kanal gemacht habe, wo wir ein bisschen schon darüber spekuliert haben, ein bisschen diskutiert haben, wie diese Rulings funktionieren und wie sich das auf das Spiel auswirken könnte, habe ich dort erstmal ein Video quasi mit denen gemacht. Ich möchte aber auf meinem Kanal erst ein Video machen, sobald wirklich alles fix und klar ist, wie mit den Rulings ist, wie es mit dem Extra-Deck und so. Dann würde ich erst auch meine Meinung
Meinung tatsächlich auf dem Kanal rausgeben. Ich möchte weniger spekulieren. Ich will einfach wirklich damit arbeiten, was auch tatsächlich zur Verfügung steht. Daher wird sich, was das angeht, halt das Wissen noch verschieben. Ich weiß nicht, deswegen, eventuell wollte ich das Donnerstag machen, aber wenn es bis Donnerstag noch nicht rausgekommen ist, vielleicht dann erst nächste Woche oder so. Ich bin halt nicht der, der hier auf den Train geht, ich bin erster, geil, Views, Clickbait, Alter. Das muss ich nicht machen, daher warte ich noch drauf und sobald es dann da ist, werde ich da auch meine Meinung auch nochmal hier auf dem Kanal preisgeben, auch nochmal eine kleine Regelerklärung, auch wenn ich dazu noch irgendwann in Zukunft Tutorials machen möchte. Genau, dann das letzte schon. Ich hatte ja letztes Mal angesagt, ich werde in Duisburg sein und ich wollte wissen, was es da für Locals gibt. Wir haben Locals organisiert bekommen, ihr habt ja unten fleißig in den Comments reingeschrieben. Das wird der Comic-Planet werden am Samstag, den 4.3. Da werde ich dann mitmachen. Ich würde noch gerne wissen, wie viel Platz hat der Comic-Planet? Also wie viele Leute passen da rein und wie früh muss ich da eigentlich da sein, damit ich auf jeden Fall einen Platz kriege? Das wäre schon mal ziemlich cool zu wissen. Da will ich dann mitspielen und weil ich jetzt in den Sonntags-Locals, das werdet ihr am Sonntag dann auch sehen, für diesen ganzen Monat auch Meta-Locals mache, werde ich auch einen relativ stark das Deck damit nehmen, das heißt, mal gucken, was da so andere starke Decks da mit rumlaufen und wie man da competitive da gut mithalten kann. Ja, das war's vom Kanal-Update. Ich glaube, das sollte es erstmal gewesen sein. Das war ein ziemlich guter Roundhouse-Kick um alles rum. Ansonsten machen wir nächste Woche Donnerstag noch einen. Da will ich nochmal ansagen, auch nochmal mit Duisburg, dass ihr eventuell vorbeikommen sollt, falls ihr dort aus der Umgebung seid. Und ja, ich hoffe, euch hat soweit dieser Kanal-Update gefallen. Und das war's dann hier von mir und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüssi. Luigi, was hast du Familienehre angetan? Prego, prego, Meister, bitte nicht! Oh, mein Herz wurde gebrochen. Giovanni, Mario, kümmert euch um ihn.